Anfang Juli 1945. Flug über ein Meer von Ruinen. Die deutsche Hauptstadt ist völlig zerstört. Berlin kann niemals wieder aufgebaut werden, glauben zu diesem Zeitpunkt selbst die optimistischsten Bewohner der Metropole. Erstmals hat ein Kamerateam der US Air Force die Genehmigung bekommen, den Zustand Berlins zu dokumentieren. 2 Monate zuvor ist hier die letzte Schlacht des Dritten Reiches zu Ende gegangen. Ein Besucher ist der Meinung, dass die Ruinen als modernes Babylon oder Karthago bewahrt werden sollten, als Denkmal für den preußischen Militarismus und die Schrecken des Naziregimes. Die New York Times dagegen hofft in diesem Sommer 1945, dass die Auslöschung Berlins die Deutschen zurück auf den Weg in die Zivilisation bringen könne. Hungrige, menschliche Wesen ohne Willen, Lebenszweck und Ziel, beobachtet ein US-Reporter zu dieser Zeit in der Hauptstadt. Millionen Menschen leben in den Trümmern. Flüchtlinge aus dem Osten ziehen durch die Stadt. Doch weil Berlin völlig überfüllt ist, dürfen sie nicht bleiben. Niemand denkt über den Tag hinaus. Ich glaube, dass die Deutschen im Sommer 45, wenn man eine Umfrage gemacht hätte, wie sie sich die Zukunft vorstellen, sich gar nichts vorstellen, sich gar nichts vorstellen können. Denn diese Niederlage ist so total. Und diese Katastrophen sind so total und die Zerstörungen sind so total, es ist gar nicht vorstellbar, was jetzt kommen soll. Man ist am Ende der Geschichte, Stunde Null, die es nie gab, wissen wir, aber in der Vorstellung, es ist eigentlich die Zerstörung allen dessen, für das man gelebt, gekämpft hat, in der einen oder anderen Form. Und der Reflexionsgrad, auch politisch, ist eben extrem niedrig. Die meisten gehen noch so in die Richtung, es kommt jetzt der Kommunismus. Und der Kommunismus wird Deutschland überrollen, das ist ganz klar. Die Westmächte sind zu schwach und das ist auch die Angst von vielen, nicht? Gerade die dann im Osten wohnen. Das kann man sich noch vorstellen, also Stalin und auch die Kommunisten im Land, das wird jetzt eine kommunistische Diktatur geben. Die Rote Armee ist frei vom Gefühl des Rassenhasses, heißt es auf riesigen Tafeln, weil sie im Geiste der Gleichberechtigung aller Völker erzogen ist. Solche Sinnsprüche von Josef Stalin sollen den Deutschen die Angst vor der Zukunft nehmen. Fast vergessen scheinen die letzten Kriegswochen, die Bombenangriffe, die Exzesse der sowjetischen Eroberer. Der spätere SPD-Politiker Egon Bahr ist damals 23 Jahre alt. Er hat das Kriegsende als Dienstverpflichteter in einer Berliner Fabrik erlebt. Der ganze Sommer war eigentlich die Erleichterung, es überlebt zu haben und die Hoffnung, es würde schon nicht so schlimm werden. Es wird nicht mehr geschossen, man braucht nicht mehr sterben, egal wie schlimm das mit den Ruinen ist. Wir können jetzt endlich wieder nach vorne denken und aufbauen. Es war ein ungeheuer graues Leben, aber es war mit der Freude, man war entkommen. Wir sind noch einmal davongekommen, hieß das damals. Auch ein russisches Kamerateam filmt im Juli 1945 in Berlin. Seit der bedingungslosen Kapitulation Anfang Mai haben die sowjetischen Sieger hier das Sagen. Noch ist nicht entschieden, wie es weitergehen soll mit Deutschland. Das untergegangene Dritte Reich ist in eine amerikanische, britische, französische und sowjetische Besatzungszone aufgeteilt und wird von den 4 Militärbefehlshabern regiert. In Berlin gibt es ab 1. Juli 1945 4 Sektoren für die Siegermächte. Einheiten der Roten Armee räumen 2/3 des Stadtgebiets und ziehen sich in den Ostteil zurück. Eine Berlinerin schreibt damals in ihr Tagebuch: Gerüchte schwirren, werden verteidigt und widerlegt. Es kommt gar nicht auf sie an. Nur darauf kommt es an, dass wir im Zentrum der Tätigkeit stehen. Dass sich 4 Weltmächte in unseren Trümmern begegnen und wir den Vertretern dieser Weltmächte beweisen, wie ernst es uns ist mit unserem Eifer, wie grenzenlos ernst mit den Bemühungen um Wiedergutmachung und Aufstieg.
Die westlichen Alliierten finden alles nach sowjetischen Vorstellungen geregelt vor, als sie am 1. Juli 1945 ihre Sektoren beziehen. Zwei Tage lang hat ein amerikanisches Vorauskommando im Grunewald gewartet. Dann dürfen die ersten GIs die Stadtgrenze passieren. Auch die britischen Desert Rats, die Wüstenratten, beziehen ihren Sektor. Die Soldaten suchen geeignete Unterkünfte. Wir zogen in ein teilweise zerstörtes Wohnhaus. Die eine Hälfte war weg, die andere war in gutem Zustand, völlig unversehrt. Man sagte uns, zieht dort ein. Sie zwangen die deutschen Bewohner sofort auszuziehen. Sie sagten ihnen nicht, wo sie hingehen sollten. Es war ihnen egal, wo die blieben. Die mussten in irgendwelche Kellerlöcher kriechen. Um uns herum waren überall zerstörte Häuser. Aber es gab immer noch einen Weg nach unten. Hauptsache, sie hatten ein Dach über dem Kopf, auch wenn es nur die Kellerdecke war. Ich bin nie in ein solches Loch gegangen, denn es gab ja das Fraternisierungsverbot. Immer wieder im Fokus des amerikanischen Filmteams die zahllosen Trümmerfrauen, die für 72 Pfennig pro Stunde aufräumen. 50.000 Tonnen Sprengstoff fielen während des Krieges auf Berlin. 48.000 Gebäude sind völlig zerstört, 23.000 schwer und 172.000 leicht beschädigt. Es war ein Steinhaufen. Die Straßen waren ganz okay. Etwa einen Monat bevor sie uns reinließen, hatten sie die Deutschen gezwungen, Männer und Frauen, auch Soldaten, die zurückgekommen waren, aufzuräumen. Mit den bloßen Händen, Stein um Stein, räumten sie die Straßen und schichteten die Ziegel neben den Fundamenten auf. In dieser Hinsicht war alles ganz ordentlich. Ich weiß noch, dass es mir hoffnungslos erschien, vollkommen hoffnungslos. Das war zu sehen. Und es war sehr deprimierend. Die Berlinerin schreibt damals in ihr Tagebuch: Wenn man uns jetzt versteht und verzeiht, wird man alles von uns erreichen. Alles. Dass wir dem Narzissmus abschwören, dass wir das Neue besser finden, dass wir arbeiten und grundsätzlich guten Willens sind. Noch nie waren wir so erlösungsreif, so müde des Terrors, der Furcht und des Unrechts. Wenn unsere Sieger nur halten, was sie uns versprochen haben. Das Kamerateam der US Air Force filmt ein paar Dutzend Berliner in Großaufnahme. Wie fremde Wesen aus einer anderen Welt. Die Tonaufnahmen sind offenbar verloren gegangen. Doch es haben sich einige Notizen zu den Bildern erhalten. Darin heißt es, dass die Eltern dieses Jungen tot sind und der Neunjährige auf der Suche nach seinem großen Bruder ist. Eine symbolhafte Szene für die Gemütsverfassung der Deutschen im Sommer 1945. 70 Jahre später ist Berlin die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands. Die Spuren des Zweiten Weltkriegs sind schon lange beseitigt. Das demokratisch gewählte Parlament beschließt im Reichstag Gesetze. Vom Kanzleramt aus wird die freiheitliche Gesellschaft regiert. Ein Szenario, das für die Deutschen bei Kriegsende unvorstellbar erscheint.